Hallo, ich habe etwas bestellt. Und zwar bei Rebuy. Und das Paket ist jetzt gerade angekommen und ich habe es jetzt nur schon mal aufgemacht. Ja, Filmmaterial. Als allererstes habe ich mir das hier bestellt. Und zwar die ersten drei Teile von Jurassic Park in der Collector's Edition. Das hat 5,99 € gekostet. Film 1 ist kratzerfrei. Film 2 hat so zwei ganz, ganz minimale Kratzer. Aber das passiert ja ziemlich schnell bei DVDs. Film 3 ist ebenfalls kratzerfrei. Und die Bonus-DVD hat nur ein paar Fusseln. Ayashi no Shirus Band 1. Sehr schön, keine Leseknicke. Das mag ich bei Mangas. Das hat 99 Cent gekostet. Ja, genauso wie Band 2, 3 und 5. Shedrick von Richard Adams. Das ist der Autor von Watership Down. Und Watership Down ist neben Die unendliche Geschichte eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und deswegen wollte ich jetzt nochmal was von ihm lesen und deswegen Shedrick. Es ist ein wenig angegilbt und hat hier einen fiesen Knick und einen kleinen Riss, aber das ist immer noch vollkommen okay, weil das Buch hat 89 Cent gekostet. Sky Captain and the World of Tomorrow. Das Buch hat auch 89 Cent gekostet und es ist in einem Top-Zustand. Und es hat sogar Bilder vom Film, sehe ich gerade. Und es ist nur minimal hier außen angegilbt und hat keinen Leseknick. Ayashi no Shirus Band 4. Das vermisste. Ayashi no Shirus ist übrigens von meiner Lieblingsmanga-Zeichnerin Yu Watase. Von David Saperstein. Cocoon. Ich habe dafür 89 Cent bezahlt und es hat keinen Leseknick und ist nur minimal angegilbt. Ist wahrscheinlich aus den 80er Jahren. 85. Ha, habe ich doch gut getippt. Also für ein Buch aus den 80ern echt noch super erhalten. Ich habe bei Jules Verne, bei Rebuy irgendwie immer das Glück, dass ich Hardcover erwische. So auch hier, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme von so alten Filmen. Ich mag die Erstverfilmung von dem Buch sehr, sehr gerne. Das Buch hat 89 Cent gekostet, ist ein Hardcover, hat dementsprechend keine Leseknicke und ist noch nicht mal angegilbt. Also es ist voll cool. Für 89 Cent bei Rebuy gefunden habe von Isaac Asimov, iRobot. Also als ich Sandmännchen geguckt habe, da gab es immer eine Serie mit zwei Schweinen, die ich total geliebt habe, nämlich Piggledy und Frederick. Und ich habe jetzt bei Rebuy für 2,79 € ein Buch von Piggledy und Frederick gefunden und es ist sogar ein Hardcover. Zwar sehr, sehr dünn, aber das macht nichts, weil es ist nämlich auch mit diesen selben Zeichnungen, wie sie immer in den Filmen vorkommt. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir nämlich ein Game Boy Advance Spiel bestellt und ich dachte, es kommt in der Verpackung, aber es ist nur in einer Hülle gekommen. Und zwar habe ich mir Pokémon Mystery Dungeon, die rote Edition, bestellt. Es hat immerhin 5 €, also 4,79 € gekostet und das ist für ein Gameboy-Spiel, finde ich, vollkommen okay. Ich finde es halt nur schade, dass keine Verpackung und so dabei ist. Gut. Das letzte Buch hat auch 99 Cent gekostet und es ist eine Erweiterung meiner Nerdigkeit. Das elbische Wörterbuch. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Bestellung. Das Einzige, was ich halt wirklich schade finde, ist, dass bei dem Spiel keine Verpackung dabei ist. Das war's soweit. Wir sehen uns. Tschüss!